Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu... Oh, wie schaut's denn hier aus? Cleaning Team! Dankeschön. Zu Airport CEO. Ja, wir sind hier gerade an unserem Flughafen. Es ist mittlerweile Winter geworden. Man sieht's, alles verschneit. Und ich bin mitten dabei. Also ich habe es ein bisschen einfach laufen lassen mal. Und habe jetzt einfach mal so ein bisschen hier hinlaufen lassen. Man sieht teilweise, es sind die ganzen Ausgaben schon ein bisschen heavy. Ich sollte hier vielleicht noch was hinzufügen. Denn ich habe mir Treibstofftanks noch erforschen lassen. Zur Kurs und das Treibstoffmenge und hin und her. Denn wir müssen ja jetzt für den Flughafen wieder Tank machen. Hier gibt es den Jet A und den AV-Gas. Die Frage, wo setze ich die beiden Dinger hin? Ich habe überlegt, ob ich hier jetzt dementsprechend meine... das Gebiet hinsetze oder ob ich die einfach hier anschließe an die Straße. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich die einfach hier unten hinsetze. Fertig aus. Das ist jetzt das rote Gas. Dann brauchen wir noch the Black Fuel. Okay, das scheint irgendwie verpackt zu sein, weil es die andere Seite gar nicht anzeigt. Aber okay, jetzt zeigt es an. Okay. Dann brauchen wir natürlich Infrastrukturstraßen. Und die müssen dementsprechend natürlich noch gekennzeichnet werden. Einbahnstraße. Das war die Frage, ich glaube, es war in dem Fall so rum. Dich so rum. Ich glaube, das war so. Also ich glaube es auf jeden Fall. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber scheint gut zu sein. Okay, das hier wird das Gas jetzt eingefüllt. Das wird uns natürlich richtig viel kosten. Und wir brauchen natürlich auch für beide nochmal wieder die ganzen Vorräte und den ganzen Schiddle-McDiddle. Ah, die werden erstmal schön voll getankt. So, und hier drin habe ich ja zweimal rot. Bedeutet, ich brauche hier Fahrzeuge. Sagen wir mal drei Stück. Fürs erste. Ich glaube, ich tue gerade so missmanagen. Aber scheiß drauf. Der Flughafen scheint nicht eigentlich ganz gut zu funktionieren. Also es gibt natürlich immer wieder Stunden, wo es nicht gescheit funktioniert. Ein neues Produkt ist angekommen. Da kommen sie, die Kleinen. Die werden sich hoffentlich gleich mal betanken gehen. Ja, perfekt. So. Dann sind die ja auch ready drin. Ah, die werden nicht betankt, habe ich das Gefühl. Auftanken nicht angefragt. Kann das sein, weil ich das noch nicht zur Verfügung stehen habe? Jet Fuel aktivieren. Ich glaube nicht, dass die Jet Fuel brauchen. Ja, auftanken läuft. Sie brauchen das Jet Fuel. Tankt das Ding auf, weil das wird uns richtig Kohle noch bringen, denke ich. Wir tun mal vielleicht einen von denen hier verkaufen. So. Na, soll er sich um eine Stunde verzögern. Ja, jetzt ist der Huchala, jetzt ist der Winter auf einmal weg. Jetzt sind wir schon im schönen Sommer. Schau, jetzt kommt schon der nächste Tanker, dann kommt der nächste Tanker gleich hinterher. Und dementsprechend wird hier gleich alles bumm voll getankt. Dementsprechend kriegen wir auch wieder ein bisschen mehr Kohle rein. Weil diese Zusatzoptionen natürlich für den Betrieb Gold wert sind. Jetzt gibt der nächste Flieger ab. Zack. Adios, amigos. Ja, verzögert sich halt um eine Stunde.
Jetzt sind wir gerade wieder minus 4000, aber ich finde das gar nicht so schlimm. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier Treibstofftanks. Die müssen dann dementsprechend hier angeschlossen werden. Bauen wir hier halt einen dran. Und auf der anderen Seite auch noch einen dran. Sollte fürs Erste, denke ich, reichen. So, hier steigen die nächsten Besucher ein. Flughafen ist gerade leer. Wir haben minus gerade leichte. Obwohl, das Wetter schaut eigentlich soweit ganz in Ordnung aus. Eine große Wetterstation ist erforderlich. Ich habe aber leider nur aktuell eine kleine. So. Catering und das Ganze ist natürlich noch nicht verfügbar. So. Wie schaut es mit dem F&A-Team aus? Das ist fertig. Dann hätte ich gerne Nachtflüge. Verbesserte Anflugbefeuerung. Das sollte hier auf jeden Fall viel ausmachen. Jetzt kommen schon die ersten Leute daher. Und wir sehen schon, die sind alle relativ zufrieden. Hier nur mit dem Essensangebot sind sie noch nicht so ganz zufrieden. Was ist das hier oben? Terminalqualität. Ja, okay, die können wir wahrscheinlich noch hochschrauben wie Sau und alles. Dann nehmen wir jetzt hier zum Beispiel ein paar Pflanzerl. Ich bin zum Beispiel dafür, dass wir die ganzen jetzt hier abschließen mit Blümchen. Schönes einheitliches Bild noch herstellen. Das macht es auch schon schicker. Ja, es ist ja natürlich unser erster Terminal alles. Wir können uns hier jetzt kein... Wo ist mein Geld hin? Shit. Hat mich der Ausbau gerade von den Dingern so viel gekostet? Ernsthaft? Das ist natürlich nicht gut. Ich hoffe, dass wir dann mit der Nachtbefeuerung... Da wir auf jeden Fall... Ah, ist ja auch schon durch. Erweiterte U-Bahn-Zulassung, Catering-Service. Ja, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Jetzt sind die Kosten... Ah, nee, bei der nächsten Stunde wahrscheinlich so. Jetzt muss ich dich wahrscheinlich upgraden. Pay Lichterborn. Kann ich mit denen was anfangen? Also das war ja sowieso ein Missplacement hier, das braucht keiner. Hä? Zusammenhängende Nachrichten. Für euch ist keine Check-In-Schalter verfügbar. Alle Check-In-Schalter sind von anderen Flügen belegt. Dann sehe ich, dass sie genug Schalter haben. Uff. Ja, gehen die Schalter aus? Im Ernst? Wir sind zwei neue Schalter. Terminalgebäude ausbauen. Nicht genug Geld und so. Scheiße. Allein so ein scheiß Flughafen. Oh, das ist ungut. Die Leute warten schon alle auf ihren Flug. Das Klo wird fleißig benutzt. Wo ist die Reinigungskraft jetzt? Ah, die muss auch jedes Mal hier rein noch extra. Oh, da war was. So, okay, jetzt kommen die Morgenflüge an und ich hoffe, dass die genug Kohle bringen direkt mal. Das ist natürlich jetzt die nächste Frage. Jetzt müssen die ganzen Flugzeuge hier betankt werden. Jetzt muss hier der ganze Serviceablauf durchlaufen. Und jetzt müssen wir ordentlich ins Plus gehen. Ich habe vielleicht auch ein bisschen übertrieben vom Bau her. Kann das sein? Haben wir
Haben die schon alle durchbetankt? Scheint so. 11 Passagiere, 9 Passagiere. Von E ist was mit dem Wachstum der Flugzeuge steigen auch die behördlichen Anforderungen. Eine erlaubt es dir, mehr Flüge pro Tag zu planen und einen größeren Kontrollturm zu bauen. Ist natürlich fein, einen größeren Kontrollturm. Jetzt müssen die Flugzeuge natürlich noch alle starten. Eieiei. Aber schaut euch das an, plus 16.000 gerade in einer Stunde. Klar, die Preise sind jetzt dementsprechend hoch und niedrig immer wieder, aber wenn so eine stündliche Abfertigung super funktioniert, dann ist das ja natürlich auch geil. Kann ich denn jetzt irgendwie... Ich setze hier mal das alles auf ein bisschen später und ein bisschen früher. Vielleicht kann ich damit so ein bisschen die Zeiten rauszögern, wo wir was brauchen. Die Abfertigung muss natürlich jetzt relativ flott gehen. Na komm. Pumpen voll. Jetzt sind wir auch schon wieder in der Stunde wieder positiv. Abgeschlossene Gebührenrufe. Ah, ne, lassen wir uns vielleicht mal in Ruhe. Parkpositionengebühr. Vergas. Ich erhöhe die Preise mal ein bisschen. Ich könnte natürlich für die Fluggast-Ding. Verkaufsautomataufschlag. Reparaturen und Leistung. Enteisungsmittel. Kabinenreinigung. Also man sieht, unsere Start- und Landebahn ist quasi schon zu wenig. Aber aktuell scheinen wir wieder Plus zu machen. Also es schaut mir sehr nach dem aus, dass wir Plus machen. Wie schaut es denn aktuell auf mit unserem Flugplaner? Wir haben hier noch voll viel frei. Ah, ich habe meine maximale Fluganzahl gebraucht. Oder ist der größere Terminal echt praktisch, weil dann können wir noch mehr Flüge pro Tag abfertigen. Dann sollte unser Geld auch noch um einiges besser werden. Airline Launch. Mittelgroßer Tower. Das ist ja quasi unverzichtbar jetzt. Zack, zack, wo sind meine Baumeister, wenn ich sie brauche? Baut das Ding, ich brauche es. Das ist jetzt Gold wert. Yes, und jetzt sollten wir beim Flugplaner... Wie schaut Samstag mittlerweile aus? Hat er da schon mehr reingeplant? Hat er schon Flugfahrer verwaltet? Also sollte er hier jetzt auch anfangen, mehr reinzuplanen für morgen. Er hat Freitag auch schon weiter geplant. Er plant jetzt durch, wie scheint. Dann sollten wir hoffentlich in Zukunft auch besser da dastehen. So, und da haben wir jetzt die Lounge. Liegt ein Raum fest, in dem Geschäftsreisende und Luxuspassagiere vor Flügen mit einer bestimmten Airline entspannen können. Das wird natürlich nochmal interessant. Gut, der Alte wird jetzt zum Abriss markiert. Jetzt haben wir fast 90.000 auf dem Konto. Damit könnte ich natürlich schon jetzt nochmal ein Terminal hier hinkriegen. Das Ganze hier vergrößern, noch eins hinsetzen. Wie gesagt, wir können aktuell nicht viel machen. Ich werde dann vielleicht mal einfach die nächsten, bis zur nächsten Folge dann das ein bisschen laufen lassen. 49.000. Alter, das ist so teuer. Aber du brauchst ja den ganzen Scheiß, ne? 30.000. Oh, das wird eng. Das wird böse eng, wenn ich das mache. Wenn es gut läuft, kriege ich mich jetzt noch ein bisschen ins Positive.
Wegen den Flugzeugen, die kommen und alles? Dann können die direkt betankt werden und alles drum und dran. Tankt er den nochmal auf? Oh ja, der ist leer vom Tank her, okay. Jetzt kriegen wir nochmal ordentlich Plus rein. Das heißt, rein theoretisch könnte ich jetzt wirklich echt noch schnell sagen, hey, schau her. Ich will hier noch eine Start- und Landebahn hin haben. Ich will hier noch eine Strecke schnell haben. Und von da aus dann bitte direkt auch hier noch hin so ein Verbindungsstück. Dann schmeißen wir hier die Mauer raus. Machen aus dem Gebiet eine Sicherheitszone. Na, das sind jetzt Informationsschalter. Wo ist denn der wieder da? Also. So, okay. Dann kommt hier noch der Sicherheitsbereich hin, damit hier ja keiner aus dem Sicherheitsbereich noch immer rausfliegt. Na, oh, jetzt ist da ein Flugzeug gelandet. Raus mit dir. Jetzt kann ich sagen, ah, oh, das könnte sogar zusagen, wem das gehört. Okay. Dich deaktivieren wir aktuell mal. So, dann kriegen die nicht auch von mir hier noch Sitzplätze und alles. So, genau. Mit dem Pflanzendekor natürlich davor. So. Und dann hier verbinde Flugfeld mit Shuttlebus-Haltestelle. Nee, Parkposition verbinden. Direkt. Und dann starten wir die hier. Jetzt haben wir eine weitere Startbahn bzw. Landebahn oder ein weiteres Parkfeld zur Verfügung für unsere Flugzeuge. Was er hoffentlich im Flugzeugplan direkt mitverwenden wird. Auf jeden Fall am Sonntag hoffentlich. Aktive Flüge 50 von 50. Hier sind 37 von 50 aktiv. Ah, wir sind gut ausgelastet jetzt auch. Nachts ist natürlich jetzt immer so eine schwere Zeit, wo noch nicht wirklich viel passiert. Aber jetzt haben wir eine relativ große Response auf das Ganze. Und dann werden wir erstmal ein bisschen Innenausbau noch betreiben. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen komplizierter hier. Schau dir das an, das ist Wahnsinn. Wir sind halt jetzt echt kurz vorm, ja, Zusammenbruch nicht. Aber wir haben halt echt ganz, ganz wenig Spielraum nur noch. Uneingeschränkte kommerzielle Lizenz. Großer Tower mit Kapazität bis zu 200 Flügen pro Tag. Hui! Kabinenreinigung, Müllsammelstelle, okay. U-Bahn-Zulassung. Enteisungserlaubnis. Catering-Service, Catering-Lager. Vorfeld-Parkpositionen. Anflugsbefeuerung, verbesserte Anflugsbefeuerung, okay. Fjord-Sattelzug. Check-in-Automaten, Parkettaufgabe, Quick-Boarding-Gate, automatische Passkontrolle. Betonrollbahn, Straßenbeton, das tun wir mal unterzeichnen jetzt. Mit der vollen Mannschaft auslasten. Alter. Mein Kollege, der hier für die Fluggesellschaft zuständig ist, ja, Scherz, hat er ein bisschen Spielraum mit dem Ding hier noch. Aber wir haben die drei Airlines fast komplett ausgelastet. Und jetzt ist halt das Problem, dass wir hier teilweise eine Warteschlange sogar schon kriegen. Was gibt dir das? Die kommen nicht durch, weil Flugzeug für Flugzeug nicht an seine Parkposition kommt. Das ist natürlich ungut. Wenn wir wirklich sehr stark getaktet sind, bräuchten wir eine zweite Start- und Landebahn.
wäre dann wahrscheinlich gar nicht schlecht in dem Fall. Wir hätten hier unten noch relativ viel Platz, ne? Hier starten oder landen. Vorkommen und dann hier landen, starten wieder. Vielleicht auch keine schlechte Idee. Schau, die zahlen nicht ordentlich Kohle eigentlich für die ganze Standgebühren und alles. Jeden Billepops, den es hier gibt. Schau mal, allein jetzt wieder 3000 plus. Jedes gestartete, gelandete Flugzeug zahlt hier eine kleine Gebühr noch drauf. Was haben wir dann? Neue E-Mail. Die Auszeichnung zum Flughafen des Jahres. Ja, und der Gewinner ist... der Gewinner ist... The Airport of the Year Award. Anno 19. Sehr geehrter CEO, die... möchte dem diesjährigen Titelträger herzlich gratulieren. Ist dieses Jahr über alle Kategorien hin... Was ist denn das jetzt? Wo sind wir? Wo sind wir? Ich glaube irgendwie nicht, dass wir da... Herzlichen Glückwunsch an alle, die uns... John Wayne Airport, Orange County. Ne, das sind wir nicht. Virginia Capital International Airport. Ich glaube irgendwie, dass wir da gar nicht dabei sind aktuell. Aber wahrscheinlich, weil wir den der Security noch ein bisschen hinterherlegen. 75%. Viel liegt da an der Security-System und allem drum und dran. Das müssen wir auf jeden Fall noch etablieren. Aber ich würde sagen, dass wir das halt in der nächsten Folge machen. Weil das ein sehr großes Thema ist. Da brauchen wir Gepäckbänder für. Da brauchen wir für alles Mögliche an technischem Equipment. Dafür brauchen wir auch dementsprechend Kohle, die ich natürlich erst anscheffeln muss. Weil ansonsten stehen wir ein bisschen blöd da. Also der Flughafen läuft ja aktuell so mäßig, würde ich sagen. Meiner Meinung nach, dadurch, dass wir jetzt hier relativ oft Staus haben, ist natürlich so ein bisschen Verzögerung von Start und Landung hier. Ist jetzt, sagen wir mal, nicht so schlimm, wenn es nur zwischendurch passiert, aber wenn es dauernd passieren würde, hätten wir schon ein Problem. Vor allem, wenn sie jetzt relativ gleichzeitig starten. Aber unser Geld scheint jetzt gut sich wieder zu balancieren mit dem einen Rollfeld oder mit einem Parkfläche hier mehr. Stehen wir natürlich noch besser da. Ich weiß ja nicht, ob wir... Ja, das ist schon fertig. Wir können hier rein theoretisch... Wo waren das? Verbesserte Anflugbefahren? Nee. War es vorhin noch gesehen. Für mittelgroße Flugzeuge. Hier Start-Landing-Boarding-Schalter. Mittelgroße Sicherheitskontrolle. Mit Enteisungsflächen. Wäre ich schon mal dabei, das zu unterzeichnen, damit die das hier dementsprechend durchführen können. Und dann können wir im nächsten Mal vielleicht sogar noch irgendwo ein mittelgroßes Ding hinstellen, obwohl wir dafür brauchen wir einfach schon ein bisschen mehr Platz, was hier jetzt eh schon, finde ich, ein bisschen eng wird. Also unsere Schalter hier sind noch alle gut besetzt, unsere Security-Systeme auch noch alles super im Zugang. Wir haben groß genug Klos, um jeden Schiss dieser Erde aufzunehmen. Vor allem bei den Frauen haben wir viel Platz, bei den Männern haben wir Pinkelstation und Kackstation. Was hat die jetzt aufgeregt? Ich habe es gar nicht verstanden. Warte mal, was war da? Was hat dich beim Kacken aufgeregt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.